Herzlich willkommen wieder auf dem Kanal Fit for Finanzen zum Gespräch mit Roland Jeken von WA Self Invest. Es ist wieder eine Woche vergangen. Ich bin gespannt, was wir heute besprechen. Nein, ich weiß natürlich schon, um was es geht. Und so ein kleiner Spoiler vor dem Intro, der darf sein. Es geht um die Volatilitäten, wie man diese misst, wie man diese handeln kann. Und natürlich über spannende Einzelaktien werden wir sprechen. Und da haben wir den Roland auch gleich im Blick hier sozusagen. Hallo Roland. Hallo Andreas, hallo an alle Zuschauer. Freut mich wieder dabei zu sein. Das freut mich auch sehr, gerade in dieser volatilen Phase, weil da sucht der ein oder andere Trader sicherlich nach Orientierung und auch nach Chancen. Und je mehr Volatilität herrscht, desto mehr Chancen. Das ist immer diese augenscheinliche Meinung, hat man. Aber auf der anderen Seite, und auch das möchten wir hier gerne noch mitgeben, gibt es natürlich auch ein höheres Risiko, wenn mehr Volatilität herrscht, richtig? Selbstverständlich. Also mehr Chancen auf der einen Seite, aber man darf auch nie die Negativseite vergessen. Das Risiko ist auch höher, wenn die Volatilität steigt. Und heute wollen wir uns auch mal das ein oder andere Hilfsmittel, das ein oder andere Tool anschauen, das man nutzen kann, um auch gewisse Aktienkörbe zum Beispiel zu filtern auf Basis der Volatilität und auch, wie man das dann nutzen kann für sein eigenes Trading. Sehr gern. Und gerade beim DAX haben wir es ja erlebt, von dem Korrekturtief von vor 2 Wochen sind wir über 800 Punkte nach oben durchgestartet. Davor ging es 1300 Punkte nach unten. Also da ist richtig Volatilität angesagt. Aber lass uns nicht zu viel über den DAX sprechen, sondern direkt den Disclaimer hier auch noch einmal vortragen und die Tools, auf die du mich jetzt schon gespannt gemacht hast. Ja, sehr gerne. Ganz kurz der obligatorische Risikohinweis und dann öffne ich auch gleich die Plattform. So, da haben wir wieder den Nano-Trader. Ja, man sieht es, du hast den DAX angesprochen, man sieht es natürlich auch in den US-Indizes. Da hatten wir uns in den letzten Wochen auch häufiger den Nasdaq und den Mini-S&P angeschaut. Der Mini-S&P hat hier wirklich auch, man sieht, die Kerzen wurden immer größer innerhalb der letzten anderthalb Handelswochen, eine größere Korrektur hingelegt. Aber hier auch auf einem markanten Niveau, bevor wir zu den anderen Tools kommen, hier das, was ich relativ häufig zeige, Volume Profile und VWAP. Und das hier ist jetzt der VWAP des aktuellen Jahres. Und da haben wir es nicht punktgenau geschafft, das Value Area hoch anzulaufen. Also der Aufwärtstrend ist hier weiterhin voll intakt auf Basis dieses Hilfsmittels, dieses Analyse-Tools. Da hätten noch ein paar Punkte, hätte er noch nach unten schießen können. Aber es war wirklich fast Bilderbuch, diese Korrektur. Es war natürlich auch schwierig, dort einzusteigen. Also am Freitagabend, wirklich, er hat ja mehrmals versucht, diese 4.500-Punkte-Marke zu brechen. Und dann erst in den letzten Handelsminuten vor dem Kassaschluss ist er nochmal zurückgeschnellt und dann am Montag schon eine relativ starke Eröffnung. Also es war sehr, sehr schwierig, hier optimal einzusteigen. Aber in den letzten 2 Handelstagen gab es hier durchaus schon die ein oder andere Gelegenheit, vielleicht hier auch in Long-Richtung einzusteigen. Schauen wir auch nochmal kurz auf den Nasdaq. Da hatten wir so einen schönen Aufwärtstrendkanal eingezeichnet in den letzten Wochen. Und der hat auch gehalten. Also die Korrektur war gar nicht mal so groß, dass wir hier diese untere Trendkanalbegrenzung getestet hätten. Und jetzt wieder sehr, sehr stark hier zurückgekommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob jetzt dann doch nach den vielen negativen Nachrichten in den letzten Tagen und Wochen, vielleicht jedoch noch die obligatorische oder die berühmte Jahresendrallye kommt. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir jetzt auch dieses Jahr vielleicht nochmal hier auf dem einen oder anderen Allzeithoch hier in den Indizes beenden werden. Ja, einige Werte haben ja schon Allzeithochs geschafft. Vielleicht können wir nachher auf die eingehen. Zum Beispiel eine Apple habe ich in Erinnerung. Gerne. Aber die Marktbreite fehlt noch ein bisschen. Genau, das stimmt. Einzelne Aktien haben schon neue Allzeithochs gemacht. Apple können wir uns gleich gerne noch anschauen, die gestern neue Allzeithochs gemacht hat. Andere Aktien stehen kurz davor. Aber der breite Markt, da hast du recht, ist noch nicht dabei, jetzt neue Hochs hier zu machen. Und ja, vielleicht schauen wir uns mal ein ganz interessantes Tool an. Also es gibt hier viele vorkonfigurierte Screener, auch im Nanotrader. Einmal für EU-Aktien als auch für US-Aktien. Und jetzt lassen wir vielleicht mal einen interessanten Screener hier einfach durchlaufen. Ich ziehe das mal hier rüber auf den anderen Bildschirm. Da sind jetzt, ich glaube, 94 US-Aktien in diesem Screener enthalten. Einfach die größten US-Aktien, viele Tech-Werte, aber auch viele Werte aus dem Dow Jones oder auch aus dem S&P 500.
Das dauert jetzt vielleicht ein, zwei Minuten, bis hier alle durchgescreent sind, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir uns gleich das Resultat anzeigen. Das ist jetzt ein Screener, der auf Basis der Volatilität und des Trends, also das sagt schon der Name, Volatility and Trend. Vielleicht können wir auch ganz kurz hier auf der Webseite schauen, bis er fertig ist. Also da gibt es auch die Beschreibung zu jedem Screener. Und ich habe jetzt mal hier diesen Volatilität- und Trend-Screener. Gleich werden wir das Ergebnis auch live hier sehen. Und das heißt, uns wird jetzt gleich zum einen die durchschnittliche Volatilität angezeigt der letzten 20 Handelstage. Wir sehen den Slope, also die Steigung des Trends in Prozent über die letzten 20 Handelstage, als auch über die letzten 100 Tage. Und hier kommt auch schon das Ergebnis aufgepoppt. Und dann können wir direkt mal reinschauen. Also hier in dieser zweiten Spalte die Volatilität in Prozent über die letzten 20 Handelstage. Man kann das auch sehr einfach danach sortieren. Hier sieht man jetzt zum Beispiel eine Occidental Petroleum mit 5,4% durchschnittlicher Volatilität über die letzten 20 Handelstage, die Aktie mit der höchsten Volatilität. Dann sieht man hier quasi die Steigung. Die Short-Term, also über die letzten 20 Tage, über einen 20er Moving Average, die Steigung dieses Moving Averages, als auch die Steigung des 100er gleitenden Durchschnitts. Und dann sieht man hier entsprechend noch ausgewiesen, zum einen das Plus- oder Minuszeichen, ob wir uns in einem aufwärts- oder einem abwärts gerichteten Trend befinden und dann noch die Trendstärke, also für Strong, für einen starken Trend, Mild, für einen eher moderaten Trend. Und wenn wir uns in der Seitwärtsphase befinden, dann wird das entsprechend hier mit Range dargestellt. Also man kann sehr einfach nach diesen einzelnen Spalten auch sortieren. Und hier können wir jetzt zum Beispiel, du hast eben die Apple angesprochen, bei Apple sieht man zum Beispiel Short-Term Trend Strong Plus, Long-Term Trend Strong Plus. Also wir sind in einem steilen Aufwärtstrend. Und dann können wir das auch gerne hier uns mal anzeigen lassen. Hier sieht man es auch, das ist dann die Berechnungsgrundlage zum einen der 100er als auch der 20er gleitenden Durchschnitt. Und da sehen wir schon gestern, Verlauf des gestrigen Handelstages, wir haben mit einer Aufwärtskurslücke, mit einem Gap-Up eröffnet und dann wirklich Trendstärke über den ganzen Tag hinweg. Und dann haben wir neues Allzeithoch hier markiert und dann ja auch auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Manchmal ist es ja auch so, dass man nur während des Tages ein neues Allzeithoch erreicht, aber nicht auf Tagesschlusskursbasis, aber hier haben wir auch auf Tagesschlusskursbasis ein neues Allzeithoch markiert, hier bei $171,2. Und ja, einer der Gründe war, glaube ich, dass einige Analysten, unter anderem auch Morgan Stanley, hier die Ziele für Apple angehoben haben. Morgan Stanley hat jetzt, glaube ich, hier die $200-Marke kommuniziert als nächstes Kursziel und das ist sicherlich einer der Gründe, als auch viele andere. Ich glaube, Apple sieht jetzt auch bei insbesondere bei den iPhone-Absätzen für die nächsten Wochen und Monate gute Zahlen. Also die Prognosen sind sehr, sehr gut. Die Lieferketten funktionieren auch wieder besser, als das vor einigen Wochen der Fall war. Und da erhofft man sich jetzt, denke ich, auch im Weihnachtsgeschäft noch gute Absatzzahlen. Und ja, das rechtfertigt sicherlich dann aus fundamentaler Sicht auch dieses neue Allzeithoch. Ja, man fragt sich natürlich, ob es überhaupt sich noch lohnt, bei Apple ein Gerät zu bestellen, weil die Lieferfristen mittlerweile auch noch bei 3-4 Wochen liegen, dann ist Weihnachten ja schon vorbei. Ja, immer noch sehr groß, du hast recht. Also das wird jetzt nicht mehr hinhauen, wenn man jetzt das iPhone bestellt, dass es bis Weihnachten da ist. Da muss man, denke ich, entweder vor Ort in dem einen oder anderen Apple Store, bekommt man vielleicht noch das eine oder andere Gerät. Aber wenn man es sich liefern lässt, ist es schwierig. Da muss man wahrscheinlich schon auf die erste oder zweite Januarwoche dann abwarten. Und dann ist es quasi ein Neujahrsgeschenk und kein Weihnachtsgeschenk. Und den Gutschein zum Geschenk, was nachgeliefert wird, das stimmt. Ich habe auch schon ein, zwei Fragen zu dem Screener hier aus der Community vernommen, da eine Kollege meinte, dass ja sein Rechner ewig rechnen würde, um diese 92 Aktien, waren es glaube ich, oder 94 durchzurechnen. Aber die Gefahr besteht nicht, weil das wird ja auf den Servern von WH Self Invest gerechnet, oder? Nein, es ist im Prinzip schon hierbei, also der Nanotrader ist ja lokal installiert
Und der Nanotrader rechnet auch lokal, also der screent lokal. Dafür, es hat bei mir eben, ich weiß nicht, circa 1,5 Minuten vielleicht gedauert. Also ich finde das für 100 Aktien durchaus akzeptabel, da eine Minute zu warten. Das hier ist ja auch ein Screener, das lässt man normalerweise, ich sag mal, einmal am Tag durchlaufen und dann wählt man sich vielleicht die ein oder andere Aktie aus, die man dann auch im Daytrading oder ähnliches handeln möchte und kann die dann den Chart öffnen. Wenn man natürlich das zum allerersten Mal macht und die Daten der Aktien noch nie geladen hat, dann dauert es etwas länger. Aber wenn dann die Daten auch der vergangenen x Handelstage auch lokal quasi im Cache gespeichert sind, dann geht es beim nächsten Mal auch viel schneller. Super. Kann man diesen Pool, den du hier jetzt hattest zum Screen, kann man den einschränken? Gibt es da verschiedene vorgefertigte Pools? Kann man sich selber welche bauen? Ja, also man kann sich natürlich sehr einfach eigene Pools bauen. Hier sieht man den vorkonfigurierten Pool aus diesen 94 Aktien. Man kann aber auch ohne weiteres selbst einen Screener anlegen mit eigenen Aktien. Man kann dann auch die gleiche Analyse verwenden, die ja hier einfach für das Screening verwendet wird. Also da steht dem Kunden wirklich, ich sage es mal, der Kunde hat freie Hand. Das ist im Nanotrader ja generell so. Im Vergleich zu anderen Plattformen, die dann oft eher ja, mit so nach einem Blackbox-System aufgebaut sind, Stichwort EAs, da weiß man nie so ganz, was drinsteckt. Auch alle vorgefertigten automatischen Handelssysteme im Nanotrader sind eher so nach einem Whitebox-System aufgebaut. Man kann jeden Parameter einsehen, man kann jeden Parameter modifizieren, abändern, man kann einen eigenen Filter, einen eigenen Stop hinzufügen und genauso ist es hier auch mit den Screenern. Man kann die individuell konfigurieren, sowohl diese Wertpapiere, diese Aktienpools, als auch die Grundlage für die Analyse kann man wirklich frei einstellen und modifizieren. Aber man muss manuell den Screener starten. Also es ist nicht die Möglichkeit, dass man sagt, er sucht automatisch beim Start der Software alles durch und schickt einen vielleicht eine Notification aufs Smartphone oder was es alles gibt. Nein, in der Form ist es nicht möglich. Also man muss quasi mit einem Klick hier starten, den gewünschten Screener, den man einmal angelegt hat oder einen dieser vorgefertigten Screener. Es gibt auch welche hier auf Basis von Kerzenformationen, von Patterns oder ähnlichen. Das Ganze auch für viele Indizes und Rohstoffe vorkonfiguriert, aber am beliebtesten sind in der Regel gerade die Aktien-Screener für europäische und US-Aktien. Und das kann man dann mit einem Klick starten. Also das wäre der Screener, den man quasi einmal am Tag, sage ich jetzt mal, manuell durchlaufen lässt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man einfach eine Kursliste, die wir ja auch schon häufiger gezeigt haben, zu einem Scanner umbaut. Ein Scanner ist quasi etwas, das in Realtime funktioniert. Da könnte man auch die Spalten frei konfigurieren und man könnte sich gewisse Werte, wie hier auch die Volatilität oder die Steigung oder was auch immer, auf Basis irgendeines Indikators anzeigen lassen. Und das würde dann wirklich in Realtime mit jedem einkommenden Tick aktualisiert, sodass man so eine Übersichtsseite hat. Also wir nennen das Scanner, das, was man über diese Kursliste realisieren kann. Das wäre der Unterschied zu einem Screener, den man dann wirklich quasi manuell in Gang setzt. Klingt ähnlich, aber ist was Unterschiedliches. Scanner ist und Screener. Ist was unterschiedlich, ja, ganz genau. Dann haben wir das auch nochmal mitgenommen. Und was ist deine Erfahrung aus dem Aktienhandel? Sollte man dann eher Aktien wählen, die hochvolatil sind oder lieber welche mit einer niedrigen Volatilität, aber vielleicht einer Trendstärke? Also es hängt ein bisschen von der, also das ist ja jetzt nur die Auswahl für die Aktien, dann hängt es natürlich von der letztendlich von der Handelsstrategie ab. Manche Trader, die favorisieren natürlich eher diese Auspuffstrades, diese Momentum-Trades, da würde ich eher auf eine starke Aktie setzen, wo auch ein klarer Trend erkennbar ist, wo ich auch jetzt keine gemischten Signale habe, wo ich sowohl einen Aufwärtstrend gerichtetes Signal im kurzfristigen Trend als auch ein aufwärts gerichtetes Signal im langfristigen Trend habe und dann würde ich auf eine Trendfortsetzung spekulieren und dann kann man entweder auf Basis eines Rücksetzers einsteigen oder wenn man wirklich kurzfristig unterwegs ist, man handelt zum Beispiel einen Ausbruch aus einer Opening Range, man nimmt die ersten 5 Minuten oder die ersten 30 Minuten als Eröffnungsrange und handelt dann einfach den Ausbruch daraus in Trendrichtung. Aber es gibt natürlich auch Trader, die eher Aktien auswählen oder generell Instrumente, die weniger volatil sind und handeln dann eher eine Seitwärtsstrategie, eine Reversion to the Mean Strategie, dass man sagt, ja, wenn sich eine Aktie in einem Seitwärtsmarkt befindet, dann die Ausbrüche nach oben oder wenn er dann die obere Range-Begrenzung testet, da gehe ich dann short
Und als Gewinnziel nehme ich dann die Mitte der Range oder was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder irgendeinen Moving Average, also diese typischen Reversion to the Mean Trades. Und da würde ich eher eine Aktie auswählen, die sich hier in einer Range befindet, als auch die eher eine niedrige Volatilität hat, verglichen mit den anderen Aktien. Also da gehört noch mal ein bisschen Erfahrungsschatz dazu, nach diesem Screener auch noch mal die Feinjustierung zu treffen. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ja, wenn wir schon beim Thema Volatilität sind, da gibt es natürlich noch andere interessante Hilfsmittel. Ich zeige jetzt mal noch ein Tool, was ich auch sehr interessant finde. Man kann sich natürlich auch fragen, an welchem Wochentag ist die Volatilität am höchsten? Und das war jetzt zum Beispiel ein Kundenvorschlag. Also wir nehmen auch immer solche Tools, machen wir sehr häufig auf Basis von Kundenvorschlägen, von Verbesserungsvorschlägen. Das nennt sich dann bei uns die WHS Proposals. Und da wird auch fast jeden Monat ein neuer Kundenvorschlag mit aufgenommen. Also hier hat mal ein Kunde ein Tool gewünscht, wo er einfach sehen möchte, wann ist die Volatilität des Instruments am höchsten, also an welchem Wochentag. Und bei Gold ist zum Beispiel ganz interessant, wir hatten ja schon mal in einem der vergangenen Webinare uns angesehen, die Performance pro Wochentag, da haben wir auch gesehen, Gold ist freitags am stärksten, hier Stichwort Friday Gold Rush, aber man sieht zum Beispiel auch, dass die Volatilität von Gold auch am Freitag am höchsten ist und dann am Montag zum Beispiel am niedrigsten. Also auch das kann man nutzen, dass man sagt, welcher Wochentag ist hier der volatilste von dem Instrument, also das können wir uns jetzt gerne auch mal für eine Aktie anschauen, nehmen wir hier auch mal eine Apple und diese fünf Balken spiegeln einfach die fünf Wochentage wieder. Also hier der grüne Balken an der linken Seite ist der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und rechts dieser blaue Balken spiegelt dann den Freitag wieder. Und hier bei Apple sieht man zum Beispiel, ja, hier ist es relativ eng zwischen dem Montag und dem Freitag. Und hier sieht man dann auch wieder die Volatilität in Prozent. Also hier knapp 2% Volatilität sowohl am Montag als auch am Freitag. Und Dienstag wäre hier der Wochentag mit der niedrigsten Volatilität. Und dann gibt es noch ein Tool, was quasi ähnlich oder genauso aufgebaut ist. Und dann gehen wir eher in die Intraday-Ebene. Das Ganze nennt sich dann Hourly Volatility Histogramm. Und hier wäre dann die Frage, ja, wie sieht es denn Intraday aus? Wann ist denn die volatilste Handelsstunde des Tages? Und ja, hier ist das auch aufgebaut. Der erste Balken wäre von 0 bis 1 Uhr unserer Zeit. Und dann haben wir hier, dann kommt hier in grün quasi die asiatische Handelssession. Mit blau geht es dann weiter um 8 Uhr, quasi die europäische Handelssession. Also der erste Balken wäre hier von 8 bis 9 Uhr. Und hier haben wir dann 13 bis 14 Uhr. Und die roten Balken, da geht es dann los mit der US-Session, also 14 bis 15 Uhr, 15 bis 16, 16 bis 17 Uhr. Und wenn wir hier uns mal den Euro-US-Dollar anschauen, also dann sieht man hier ganz klar, zwischen 14 und 15 Uhr wäre die volatilste Handelsstunde des Tages, dicht gefolgt von 16 bis 17 Uhr und dann kommt 15 bis 16 Uhr. Also gerade nach der US-Eröffnung ist hier die Volatilität im Euro-US-Dollar am höchsten. Ja, da kann man auch hin und wieder mal reinschauen in solche Tools. Das hat sich durchaus im Verlauf der letzten Monate oder auch Jahre geändert. Also ich kann mich durchaus erinnern, dass wir gerade im Euro-US-Dollar auch mal einen Zeitraum hatten. Da war gerade die europäische Handelssession am stärksten. Da hieß es auch oft wirklich, diese Early-Birds-Strategien, also zwischen 8 und 9 unserer Zeit oder dann 9.10 Uhr, dass da der Euro-US-Dollar am volatilsten hat. Das hat sich etwas geändert. Also das hier ist jetzt auf Basis, ich muss gerade schauen, der letzten wie viel Wochen. Also zu jedem dieser Tools gibt es ja auch eine Beschreibung. Hier sieht man auch diese Trader-Vorschläge. Mittlerweile haben wir 50 Stück an der Zahl. Und jetzt gehe ich mal gerade auf dieses. Hier war dieses Day-Volatility-Tool. Da sieht man zum Beispiel die Handelsspanne, die hier betrachtet wird, werden die letzten 35 Wochen. Also das kann man auch frei einstellen hier entsprechend. Und hier wären es die letzten 240 Handelstage, die hier eingestellt sind. Und das kann man sich entsprechend dann einstellen. Damit sind auch die Zeitengeschichte, wo vielleicht ein Trader den ganzen Tag vor dem Markt sitzt und auf Volatilität wartet, weil man ja vorab schon weiß, wann Volatilität geschieht.
Genau, das, wenn man wirklich auch nur begrenzte Zeit hat, vielleicht für den Handel und nicht den ganzen Tag vor dem Screen sitzen möchte, dass man sich vorab anschaut, gerade die Handelsinstrumente, die vielleicht für einen interessant sind und in Frage können, kommen. Man lässt diese, man schaut sich diese Histogramme hier an und sagt dann einfach, ja, im Euro-US-Dollar handle ich dann vielleicht die volatilste Zeit zwischen 14 und 17 Uhr und morgens handle ich vielleicht ein anderes Instrument wie den DAX oder ähnliches. Können wir ja auch mal gerne reinschauen, wie es im DAX aussieht. Nehmen wir mal den DAX Future. Und schauen uns das Ganze hier an. Da bin ich mal gespannt, was in der Nacht passiert beim DAX Future. Wahrscheinlich, das sind hier ganz rechts die zwei Balken. Nichts. Ganz rechts ist quasi dann, wenn er geschlossen hat. Er ist nur bis 22 Uhr geöffnet und von 22 bis 23 Uhr und von 23 bis 0 Uhr, wenn der Markt geschlossen ist, natürlich keinerlei Volatilität. Ja. Und hier ist es schon, ja, im DAX weiß man eigentlich schon fast, ohne sich das anzuschauen, wann ist die Volatilität am größten. Natürlich nach der Kassaeröffnung zwischen 9 und 10 Uhr. Ich denke, das sieht man sehr häufig an den Bewegungen auch jeden Tag. Und ja, sieht man hier mit großem Abstand, ist das wirklich die volatilste Handelsstunde mit mehr als 0,55% Volatilität. Jetzt kommt noch eine Fachfrage und zwar, wie sieht es denn beim Bitcoin aus? Einerseits von den Trading-Stunden her innerhalb eines Handelstages und dann natürlich auch noch vor dem Hintergrund, was am Samstag sich ereignet hat, von den Wochentagen. Also wir haben hier natürlich nur, also ich habe jetzt nur den Future zur Verfügung. Das heißt, was am Wochenende passiert, können wir hier uns nicht anschauen, aber ich nehme gerne mal den Micro-Bitcoin, dass wir uns das auch mal anschauen. Einmal Intraday. Ja, da sieht man schon, das ist mehr gleich verteilt. Ich glaube, als wir uns die Kryptos angeschaut haben, hatten wir schon gesagt, ja, eher in der Nachmittagssession, in der US-Session, tut sich da häufig mehr. Das sieht man hier auch. Zum einen ist es hier, das ist von 0 bis 1 bis 2, von 2 bis 3 sieht man, tut sich sehr häufig was unserer Zeit in der Nacht. Danach flacht sie etwas ab, auch in der europäischen Handelssession, der Bitcoin-Future hier nicht so volatil. Aber dann geht es weiter hier ab 14 Uhr, sieht man zwischen 14 Uhr und dann haben wir hier auch bis 15, 16, 17, 18 Uhr, bis 20 Uhr eigentlich recht konstant hohe Volatilität und dann auch nochmal hier in der vorletzten Handelsstunde, das heißt von 22 Uhr bis 23 Uhr, während wir ja häufig wenig Volatilität haben in den meisten Märkten, da ist es ja eher ruhig, wenn die US-Kasse geschlossen hat, aber im Bitcoin ist da durchaus, auch noch ordentlich Volatilität vorhanden. Und die Handelstage, die können wir uns auch gerne noch hier einmal anschauen. Jetzt schaue ich gerade, da haben wir das Day Volatility Tool. Dann laden wir hier auch mal den Bitcoin Future. Da hatten wir natürlich über das Wochenende eine sehr, sehr große Abwärtsbewegung, die der Future nicht widerspiegelt. Da sehen wir, der hat am Sonntagnacht dann wirklich mit einem großen Gap Down eröffnet. Aber hier ist es grundsätzlich so, der Dienstag am volatilsten, sieht man hier, der zweite grüne Balken, der Donnerstag am wenigsten volatil und ansonsten ist es hier relativ gleich verteilt über die anderen Wochentage. Ja, und rechts, das ist dann auch da wieder die Prozentangabe. Ich habe in Erinnerung, Apple war 1,9% und beim Bitcoin 7,5%. Wow. Ja, das ist wirklich, also selbst hier am Tag, der am wenigsten volatil ist, haben wir über 5% durchschnittliche Bewegung. Das ist natürlich sehr, sehr viel im Vergleich zu vielen Einzelaktien oder auch Indizes, wo man dann im Durchschnitt häufig bei 1% ist oder 1,5%. Da haben wir natürlich in den Kryptowährungen ein Vielfaches. Und dann Stichwort Kryptowährung, da gibt es seit gestern auch einen neuen Future. Seit vorgestern, also es ist, wir haben ja heute schon Mittwoch, also am 6.12., das war der Montag, seitdem hat die CME ihr Kryptoangebot erweitert an Krypto-Futures. Das heißt, es gibt jetzt auch ein Micro-Future, ein Micro-Ether-Futures, also auf Ethereum gibt es jetzt auch den Micro-Future. Den haben wir auch direkt schon auf Anfrage für unsere Kunden freigeschaltet. Der ist noch nicht so liquide. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier schon drin habe. Ich schaue mal gerade, ob ich ihn für dieses Konto hier schon freigeschaltet habe. Da ist er. Da können wir gerne mal kurz reinschauen. Also am Montag, als wir es auch getestet hatten, mal die ein oder andere Order hier zu platzieren. Jetzt muss ich gerade schauen. Das war der falsche Kontrakt. Wir sind schon im Dezember. Ja, der ist schon ausgelaufen, wollte gerade sagen. Genau. Das ist nur so aus Reflex den ersten geöffnet. So, da haben wir den Dezember-Kontrakt. Also man sieht, wir haben hier noch keine historischen Daten. Das heißt, der Chart beginnt quasi ab dem Zeitpunkt,
wo man ihn öffnet, man sieht das Orderbuch, man kann daraus handeln, man sieht, die Liquidität ist noch nicht so hoch, aber ich denke, die CME ist da meistens sehr, sehr gut. Das haben wir auch bei den anderen Mikrofutures gesehen, in kürzester Zeit da auch ordentlich Liquidität bereitzustellen, insbesondere über die angeschlossenen Großbanken und Market Maker. Aktuell hier ein Spread von circa $7. Also ich denke, das ist durchaus ordentlich, wenn man das auch vergleicht mit der einen oder anderen Kryptobörse. Das Orderbuch noch nicht so tief gefüllt, aber ich denke, das ist wirklich ein Produkt auch für die Zukunft. Der Micro-Bitcoin hat sich jetzt schon etabliert und ich denke auch hier Ethereum wird sich hier im Mikrobereich, gerade weil es dann auch von den Sicherheitsleistungen und der Kontraktgröße überschaubar ist, wird sich hier auch fest, denke ich, etablieren. Wir hatten schon einige Kunden, die danach gefragt haben. Und gerade wenn man jetzt vielleicht nicht so kurzfristig handelt, sondern sagt, ich möchte hier vielleicht den einen oder anderen Swing Trade machen mit einem Mikrokontakt, ist er durchaus schon gut geeignet dafür, würde ich sagen. Okay, dann schauen wir uns das in den nächsten Wochen an. Da ist ein bisschen mehr Historie da auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Aktie, wenn wir die mit reinnehmen könnten, die BioNTech. Die steht ja gerade im Fokus der Investoren. Da wird viel spekuliert, wie hilfreich ist sie auch gegen den neuen Coronavirus? Muss was Neues entwickelt werden? Und die Aktie gehört auch mit zu den volatilsten an den letzten Tagen und Wochen. Ja, können wir uns gerne anschauen. Hatten wir uns letzte Woche, haben wir sie gleich schon angeschaut. Die war sehr, sehr volatil in den letzten Wochen. Da sehen wir auch das ein oder andere größere Gap. Hier dieses Aufwärtsgap haben wir, glaube ich, letzte Woche angesprochen, wurde mittlerweile geschlossen. Gestern sehr, sehr schwach BioNTech hier gehandelt. Da ist ja wirklich gerade diese neue Omikron-Variante von Covid ein großes Thema und wie schnell jetzt auch die Impfstoffhersteller darauf reagieren und die Impfstoffe anpassen und dann auch wieder in großer Zahl bereitstellen zu können. Also es ist ja aktuell ein großes Thema. Und gestern die Aktie, das war vorgestern, der 6. relativ schwach, gestern eine kleine Erholung und da müssen wir jetzt schauen. Also wir sind jetzt eher hier in einer sehr, sehr volatilen Seitwärtsrange, könnte man es sagen. Die Höchstkurse hier aus dem August sind noch ein großes Stück weit entfernt, also im Bereich von 460, $465 hatten wir hier das Allzeithochs. Viel Volatilität, insbesondere für den eher kurzfristigen Handel, sind solche Aktien, denke ich, sehr, sehr gut geeignet. Aber hier auf eine große Trendbewegung zu spekulieren, ist sehr, sehr schwierig, finde ich persönlich, weil gerade diese Aktien natürlich auch sehr, sehr von diesen News aktuell getrieben sind. Genau, also da lohnt sich vielleicht, wenn man die News im Ticker oder so liest, auf eine bestehende Bewegung aufzuspringen, aber man weiß natürlich nicht, was am nächsten Tag da geschieht. Völlig also eher relativ schnell die Gewinne mitnehmen und dann auch absichern, wenn es möglich ist, schnell auf Break-Even oder Ähnliches und dann versuchen, die ein oder andere Trendbewegung einfach mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir das auch nochmal zum Thema machen in einer der folgenden Sendungen. Das Risikomanagement, also wie man einen Trade auf Break-Even absichert. Was ist überhaupt Break-Even, Take-Profit? So ein paar Fachbegriffe hier noch mit reinbringen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter Mehrwert für das Format, was mir sehr viel Spaß macht. Sehr, sehr gerne. Mir auch. Dann machen wir das so. Dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich, Roland. Wünsche dir viel Erfolg heute in der Wall Street Session und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sehen. Ja. Vielen Dank, ich freue mich auch allen Teilnehmern. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.